Wie funktioniert der Handel mit EU-Ländern und dem Rest der Welt? Da die EU eine Zollunion bildet, entfällt viel an Dokumentationsaufwand beim Im- und Export innerhalb der EU. Waren aus und in den Rest der Welt, also sogenannte Drittländer, benötigen hingegen eine EORI-Nummer und müssen das gesamte Zollverfahren durchlaufen. Alle Waren müssen vor dem Im- oder Export einer offiziellen Warenkategorie zugeordnet werden, der sogenannten Zolltarifnummer oder international HS-Code genannt. Bei der Eintarifierung der Waren hilft der deutsche Zoll oder die Auskunft EZT Online. Grundsätzlich muss man für Importwaren Zölle und Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, zum Teil auch Verbrauchssteuern. Falls Freihandelsabkommen zwischen den Ländern bestehen, können mit einem Nachweis über den Ursprung der Ware Zollbegünstigungen oder Befreiungen anfallen. Bei Importen aus bestimmten Ländern oder von bestimmten Produkten, wie Stahl oder Textilien, kann es jedoch Beschränkungen geben. Nähere Auskünfte hierzu gibt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Ab einem Warenwert von 22 Euro muss man in der Regel elektronisch eine Zollanmeldung machen und benötigt Handelsrechnungen vom Lieferanten. Ab 20.000 Euro ist außerdem eine Zollwertanmeldung nötig. Weitere Papiere wie Einfuhrgenehmigungen, Warenverkehrsbescheinigungen sowie Ursprungszeugnisse sind nur in bestimmten Fällen nötig. Beim Export von Waren aus Deutschland in ein Drittland muss zunächst geprüft werden, ob eine der zahlreichen Exportbeschränkungen besteht. Dies kann zusammenhängen mit dem Bestimmungsland, dem Verwendungszweck, der Art des Exportgutes oder der Person des Warenempfängers. Hierbei handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren. In Stufe 1, der Ausfuhr aus der EU, muss man genehmigungsfreie Waren über 1.000 Euro anmelden. Dies geht elektronisch über das Programm Atlas des deutschen Zolls. Hierdurch wird auch ein Nachweis für die Steuerfreiheit der Ausfuhr generiert. In Stufe 2, Einfuhr im Bestimmungsland, muss man sich an den Einfuhrbestimmungen des jeweiligen Landes orientieren. Diese sind auf Deutsch erhältlich in den Konsulats- und Mustervorschriften, kurz K&M, sowie produktspezifisch und mit entsprechenden Zollsätzen in der Datenbank Market Access Database hinterlegt. Wenn die EU Freihandelsabkommen mit dem Bestimmungsland geschlossen hat, bekommt man eine zollbegünstigte bzw. zollbefreite Einfuhr. Dazu muss man bei der Einfuhr nachweisen, dass die Ware den Ursprung in der EU hat, zum Beispiel mit der EUR1. Mehr Informationen zu diesem Thema und weiteren Themen sowie eine persönliche Beratung erhalten Sie kostenfrei bei Ihrer IHK. Und alles klar?